zu bieten hat. Also auf zu einer schnellen Tour wollen wir hier natürlich. Geh voraus, Bischimmel. Wieso lädt das andere uns? Eine Training Hall, die gibt's auch. Aha. Also der Bazaar ist dann so das Verkaufsteil. Okay, das hab ich mir nicht durchgelesen. Stranger, wie Quillion hier verkaufen dir Waffen und Rüstung. Jeder hat sich auf eine bestimmte Art von Gegenständen spezialisiert, also rede mit ihnen und finde heraus, was sie anbieten. Sie sind nicht sehr gesprächig, aber sie haben jeden Tag eine neue Reihe Waren auf Lager. Verkaufen Stranger auch noch andere Dinge außer Waffen und Rüstung? Ich bin froh, dass du fragst. Das tun sie in der Tat. Gehen wir hinüber zu Vartell. Ja, wenn du dann fertig bist, rüst mich denn schon mal aus jetzt. Vartell, hier wird dir eine neue Auswahl an Rezepten sowie Farbwechsel zu einer persönlichen Farbe verkaufen und andere Dinge. Das ist richtig, du kannst die Rezepte... Achso, ich vergesse mal, das meinst du lesen. Das ist richtig, du kannst dir Rezepte und Materialien besorgen, um per Alchemie Waffen und Ausrüstung an Alchemiestationen zu erstellen. Komm, ich werde dir eine zeigen. Verstanden. Ich sehe so sexy aus mit meinem... Ja, Mann. Wie eine Alchemiestation und es besteht kein Zweifel, dass du damit sehr schnell vertraut werden wirst. Und mein neues Schild ist so Hammer. Während du dein Arsenal erweiterst und verbesserst, aber kein Grund, sich darüber jetzt den Kopf zu zerbrechen. Das Büro Hauptquartier wird dir später... recht sicher noch eine Mission verpassen, die das alles erklärt. Nun, das war ziemlich mit unseren ersten Führungen und so und bla 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 bla. Ich möchte, dass du die Tour noch einmal mit mir machst. Nee. Nicht mit dir. Wunderbar, freut mich, dass ich dir helfen konnte, dich zufrieden zurechtfinden. Viel Glück, Lava. Danke, Bachamel, wir sehen uns. Yeah. Und jetzt noch sich aufpumpen. Hallo, auch klar, aber mein Name ist Conway, Spiro Hauptquartier, mein, du könntest ein paar Zusätze... Ist das überhaupt Hauptquartier? Keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal Hauptquartier, auch wenn es zusammen total aus dem Zusammenhang gerissen ist. Mein, du könntest ein paar zusätzliche Hinweise brauchen als Hilfe und eine angesehene Mission, würde ich hier ausmachen für eine Zusammenfassung in der Halle für Fortgeschrittene zu treffen. Sicher, Conway, ich komme gleich rüber. Jetzt lädt's bestimmt wieder. Wer hätte das gedacht? Bist du schon fertig? Ja. Ich bin erst in der Training Hall. Aha. Nee, ich mach grad hier. Willkommen in der Trainingshalle für Fortgeschrittene. Klar, aber hier wirst du nützliche Überlebenstipps für eine Reise durch das Uhrwerk finden. Hättest du gerne ein paar Hinweise? Sicher, wo soll ich anfangen? Im Westen kannst du etwas über nützliche Gegenstände lernen, die man im Uhrwerk findet. Im Norden kannst du etwas über verschiedene Arten von Blöcken und Türen lernen. Blöcken und Türen, das kommt mir bekannt vor. Im Osten findest du eine Reihe von Fallen und Gefahrenstellen, wie auch einen Kampfraum, in dem man mit Trainingsrobotern üben kann. Keine Angst, wir haben dafür gesorgt, dass die Roboter völlig harmlos sind. Warum soll man dann mit denen trainieren, wenn die total harmlos sind? Fuck, ey. Ich bin da mal. Scheiße, ich bring mich jetzt gleich selber um. Der Trainingshall. So. Himmel unter Cradle, hast du das auch schon gemacht und so? Hä, nö. Das kann man nicht zusammen machen dann. Ah ja, stimmt, genau. Aber okay. Setz erstmal hier dein schickes Zeug auf. Ja, stimmt. Ich muss erstmal hier raus. Wie bist du da rausgekommen? Einfach geradeaus. Ich bin noch in der Trainingshalle. Ja. Ach so. Warte, ich geh mal raus. Wie viel Geld hast du eigentlich? Das steht unten oben rechts unter dem. Ja, es lädt gerade. Also ich habe jetzt noch diesen Hammer und diese verbesserte Stun-Kanone. So, unten rechts steht das. Hä? Ah ne, dort, ich habe 348. Okay, ich habe 339. So, dann schauen wir mal. Welchen Helm hast denn du, Spiral? Na, hier den neuen. Ach, den Minenhelm.
Ich habe ihn immer noch rum, renne immer noch rum wie so ein Zyklop. Iron Buckler, na mal gucken, wie das aussieht. Genau so. Wollt ihr mich verarschen? Das Schild, das hat's ja mal richtig drauf. Ja, das Schild, das ist Hammer. So, wir haben noch... Doch, wir haben ein was. Wir haben einen Nebeltank. Okay. Dann haben wir diesen Spiralheim Super Stun Gun. Leg ich doch mir mal an. Ich bin müde, ey. Ah, das ist schlimm. Beastmaster, was hast du für eine... Ich habe noch die... Robo-Wrecker. Genau. Soll ich mal den Beast-Basher nehmen? Ich nehme mal den Beast-Basher. Ja, wir gucken erstmal, was jetzt in deinem Teil ist. Okay. So, damit du das jetzt auch mal hier lernst mit dem Beitreten. Was kann ich eigentlich mit der Nebelbank machen? Kann ich die jetzt schon anlegen? Ach, du hast jetzt gar nicht durchgelesen. Okay. Meine. Mich verarschen. Eine Gruppe öffnen, Freunde erlaubt. So, wie mache ich das jetzt? Oben links auf Freunde, also auf dieses Freunde-Symbol. Ja. Dann Rechtsklick auf mich und beitreten. Flockli. Genau. Und... Hockenays. Und beitreten. Beitreten. Himmel unter Cradle. Klopfst du schon was? Oh, ich schau mich hier schon übelst durch. Ach so. Triffst mich da eh nicht, triffst mich da eh nicht. Fuck. Ich hab mich nicht selber ausgeschaltet. So, nee, da brauchst du nicht dran gehen. Ah. Okay. So, wollen wir starten? Denke ich mal schon. Der Kunde hier verkauft nur so ein bisschen Support-Items, sowas wie Tränke und so, aber das brauchen wir glaube ich noch nie, wir haben eh noch kein Geld. So, dann gehen wir nach unten. Yep, hinab. Das ist sozusagen so ein kleiner Zwischenraum für die Inni. Ja, also zu der Vorbereitung, so ein Treffraum wahrscheinlich. Ah. Ist nicht doof gemacht. Mhm. Das Spiel okay, das generell ist das Spiel ist generell nicht doof gemacht. Okay, sehen wir jetzt mal davon ab, dass die Fischer, die hier rumhuppen, nicht gerade so gefährlich aussehen wie. Naja. Wow. Wir müssen rosa Kristalle zu. Ah, ich habe was auf dem Rücken hier, du kannst es teilnehmen. Und was bringt das? Keine Ahnung. Das erste Rätsel und wir schaffen es nicht. Und dann nehmen wir eine Expedition durch die Aurora-Insel. Ah, hier geht's auch noch lang. Oh. Hier, du könntest jetzt mal die andere Waffe annehmen. Hätte ich jetzt einen grünen Kristall, hätte ich gesagt, das ist hier bei Sims. Hier, du kannst da rein übrigens. Ist mir schon klar. Plötzlich will ich erstmal die Drecksviecher hier verjagen. Oh, diese Viecher nerven mich, diese. Komm hier. Vielleicht sollten wir hier mal die andere Waffe nehmen. Welche andere Waffe? Nein, wir haben doch hier eine gegen wilde Tiere. Weißt du? Ach so? No? Wir haben eine, warte, wir nehmen die jetzt mal hier an. Ich nehme die mal an, das ist der Beastbasher hier nämlich. Ich hab doch einen Beastbasher. Ah, du hast den schon? Ja. Sehr schön. Dann wählst du mal den Basher und ich das hier. Oh. What the fuck?
Bist du einfach durchgereist? Ja, du bist einfach durchgereist. Ich mach das einfach alles drauf durch. Okay, alles ist tot. Wie es aussieht, oder? Yep. So. Dann sammeln wir hier mal noch alles ein. Ich weiß immer noch nicht, was das für Kristalle sind. Willst du auch noch nicht? Werden wir schon irgendwann noch mal brauchen. Ich glaube, hier geht's noch weiter. Komm her. Ja, jetzt hat sich abgeschlossen. Ach doch, das ist wahr. Ich betäub die hier mal alle. Ach, das betäubt nur bei dem Superschlag. Nö, auch so wahrscheinlich. Eine Chance von 20% stand da ja noch. So. Ach so. Okay. So, warte mal. Hier unten waren wir ja schon, ne? Mhm. Hier ging's nie weiter. Also Sackgasse war das. Ja. Fängt mal da unten. Warte mal. Hier war eine Vase. Ich mach die mal schneller. Muss ich die Vase jetzt hier drauf stellen? Nee. Das geht ja nicht. Komm mit. Das Vieh. So. Wir brauchen einen großen goldenen Schlüssel. Weißt du, wie das hier gehen soll? Warte mal, komm mal mit. Warte mal, hier ist was. Kunde, ah, nee, ist ja geschlossen. Von dort sind wir gekommen. Guck mal. Und zwar ist hier unten, wo die Vase stand, sowas zum Drehen, was. Kann ich jetzt draufstellen und so drehen oder was? Nein. Was passiert auf den das Viereck da? Bist du drauf? Hm. Aber passiert nichts. Zeigt aber auch keine Reaktion. Ja. Fuck, jetzt ist die Vase kaputt. Wie gesagt, das Spiel ist schwierig. Wie kann man die Vase absetzen, ohne dass sie kaputt geht? Wahrscheinlich gar nicht. Das ist tricky. Hm. Kannst du die hier gegen das Teil werfen? Gegen welches Teil? Warte mal, ich nehme mal. Vielleicht. Ich. Kristalle brauchen ja auch irgendeinen Sinn hier. Ah, ne, ich glaube, ich weiß wie. Warte, wir brauchen mal eine Vase. Da die ja so ganz kurz fliegen, die Vasen. Ach! Nee, oder das haben die doch nicht wirklich. Weiß ich nicht. Kann doch sein, oder? Oh. Ich weiß nicht, was da aufgeht. Jetzt Spoiler. Hier muss es da irgendwelche Hinweise geben. Und gibt's hier irgendwas? Hm. Das Spiel ist mir zu schwierig. Ach, gib mal die Vase. Ich
probier mal was anderes. Oder versuch mal die Vase gegen das Tor da zu hauen. Ja, hat schon vor.